Liebe Freunde und Unterstützer der Aktion Fahrrad, wir haben einen neuen Schirmherrn und ich freue mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, Herrn Cem Özdemir, als Schirmherr gewinnen zu können. Herr Özdemir, nochmals an Sie, herzlichen Dank dafür, dass Sie diese ehrenamtliche Arbeit der Schirmherrschaft über den Aktion Fahrrad übernehmen. Was war Ihre Veranlassung dazu, diese Schirmherrschaft zu übernehmen? Ja, erstmal danke ich, denn ich finde das eine große Ehre, dass ich das machen darf. Ich war ja selber auch mal Schüler, bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und ich sehe, wie sich das heute ein bisschen verändert leider. Na, heute sind wir in der Karl-von-Ossietzky-Schule in Berlin, die natürlich eine Leuchtturmschule ist, die auch nicht umsonst prämiert wurde für die tolle Arbeit, die hier geleistet wird. Dank der Lehrer, dank der Schüler. Davon brauchen wir mehr in Deutschland und da hilft die Aktion Fahrrad, das zu promoten, bekannt zu machen. Im Idealfall, dass es überall eine solche Schule gibt, die dann ausstrahlt auf die Umgebung, sodass dann vielleicht die eine oder andere Schule sagt, Mensch, wir würden auch gerne. In meiner Schulzeit war es nur so, wir sind alle mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Da gab es kein Mama-Taxi, war das auch sinnvoll und jeder weiß von sich, du bist fitter danach, es ist gut für die Durchblutung, hast frische Luft und bist konzentrierter bei der Sache. Insofern hat sie auch viele Vorteile. Und jetzt ist eben wichtig, dass alle ihren Beitrag leisten und da sind die Schulen ganz, ganz wichtig. Wenn du in der Schule Fahrradfahren lernst, dann bist du vielleicht auch gegenüber den Eltern sagst, Mensch, ich würde jetzt eigentlich auch gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und da, glaube ich, leistet die Schule einen ganz, ganz wichtigen Beitrag. Was war Ihre Veranlassung dazu, diese Schirmherrschaft zu übernehmen? Für Kinder müssen in Deutschland Fahrrad fahren können. Das ist wie Schwimmen, das ist wie Lesen, wie Schreiben, wie Rechnen. Das muss man können, wenn man die Schule beendet hat. Und im Idealfall ist es dann so, dass sie auch ihr Leben lang Fahrradfahrer bleiben. Und gerade angesichts des Klimawandels ist das ja ein wichtiges Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir hier quasi die kleinen Fahrradlobbyisten von morgen erziehen, die dann eben auf uns Politiker Druck machen und sagen, das geht nicht, dass beispielsweise im Verkehrsetat des Bundes jetzt aktuell gerade 0,5% im Bundeshaushalt für Verkehr fürs Fahrrad vorgesehen ist. Wir wissen ja, dass 9 von 10 Fahrten unter 6 Kilometern sind. Also gerade da ist das Fahrrad eine sehr gute Alternative, Erledigungen zu machen, zur Schule zu fahren, zur Ausbildung, in die Arbeit zu fahren. Und da muss natürlich auch die Politik mehr tun, dass das Fahrradfahren sicherer wird. Ausreichend Fahrradwege, gut gekennzeichnete Fahrradwege, Fahrradwege, die abgetrennt sind von der Straße. Das ist das, worum es jetzt geht. Das Auto wurde jetzt über viele Jahrzehnte bevorzugt, war das privilegierte Verkehrsmittel der Wahl. Jetzt muss eine Zeit kommen, wo wir mal stärker den Blick auch Richtung Fahrrad richten. Tolles Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, für das Interview und natürlich auch nochmal, dass Sie unser Schirmherr geworden sind. Vielen Dank. Ich danke.